Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, meine Freunde der Macht, zu diesem Video und Part 8 von Lego Star Wars, die komplette Saga. Wie ich es jetzt insgesamt machen werde, ob ich nicht vielleicht auch sage, ja, 2 Level pro Folge, könnte ich mir auch noch vorstellen. Schreibt mir einfach mal eure Ideen in die Kommentare, ob ihr auch gerne 2 Level in einer Folge sehen würdet oder ob ich es weiter so machen soll, eine Folge pro Part. Ich würde sagen, dadurch, dass ihr schon seht, wir sind auf Story fortsetzen, wir drücken direkt drauf und gucken, was als nächstes kommt. Episode 2: Angriff der Klonkrieger. Kapitel 2: Entdeckung auf Kamino. Da die Separatistenaktivitäten weiterhin die Galaxis destabilisieren, untersucht Obi-Wan Kenobi den Mordversuch an Senatorin Padme Amidala. Zusammen mit seinen Astromech-Droiden R4P17 verfolgt der Jedi-Ritter die Spur eines vergifteten Pfeils bis zum entlegenen Planeten Kamino zurück. So, da sind wir auch schon. Und nur zur Info, ich werde jetzt immer zumindest versuchen, so zu machen, dass wenn wir. Ich guck bloß kurz wieder. Ah genau, da war ein Minikit. Wenn wir in der Cutscene sind, so wie gerade eben, dann würde ich es wahrscheinlich sogar eher so machen, so wie jetzt gerade, dass ich dann einfach wirklich leise bin und nichts mache und erst wieder rede, wenn es nichts in der Cutscene gibt. Also. Weil dann kann man die Katzen besser genießen und so. Ich wünschte, man könnte es auch noch machen mit der Musik von Star Wars, aber leider hat YouTube was dagegen. Sonst will ich es schon machen. Und wir brauchen eigentlich das Lichtschwert aktuell noch nicht. Okay, wir müssen jetzt einfach diesen random dieser random Kaminoaner möchte jetzt einfach, wollte gerade verfolgt werden und jetzt müssen wir da rein und es sieht jetzt sehr komisch aus, grafisch mäßig, aber egal. Das war töten, schade. Da wollte ich ihn jetzt tatsächlich ermorden. Okay, wir müssen jetzt einfach hier die Teile. Ja. Leider kann man den Kamino nicht richtig abdrehen, ich habe es gerade versucht. Und ich hoffe auch, es stört euch nicht, wenn ich dann immer mal wieder eine Phase habe, wo ich eher nicht so viel bis gar nichts sage. Okay, dann sind wir jetzt auf der Patrone, ich bin hier bekämpfen müssen. Unsere No-Death-Challenge besteht natürlich weiterhin. Und jetzt haben wir was Lustiges hier.
ist halt jetzt die Frage, ob nicht YouTube auch wieder hier sagen wird, nö, es geht nicht in Ordnung, es kann gut sein. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt weiter. Okay, wir gucken noch ganz kurz hier in die Tür rein, weil ich jetzt selbst nicht weiß, was da drin war. Ah, eine Bombe. Okay, einfach eine Bombe und ein Freund. Okay, es geht weiter. Ich habe auch wieder Minikits rein. Ah ja, stimmt, man muss euch sogar. Genau, man muss erst die Teile triggern und darf danach erst überspringen, leider. Sagen, also es sah damals 2007 laut PC echt gut aus. Guckt euch mal das Wasser an, also dafür, dass es von 2007 ist, sieht es wirklich gut aus. Wow. Ich glaube, ich spiele jetzt das erste Mal eher 40. Nee, nicht. Wir sind schon einmal gewesen. Stimmt. Genau, hier müssen wir das Timer wegmachen. Was ja auch sehr lustig ist, pass mal auf, was man hier einfach machen kann. Wenn man keine Lust auf Treten hat, dann macht man einfach Folgemove. Boom. Anerkannter Treten-Nase. Hashtag. Hashtag anerkannter Treten-Nase, wenn dann. Okay. Hier war es jetzt auch so. Da man kann entweder unendlich kämpfen. Oder man macht aber direkt mit Obi-Wan, mit R4 leichtes Teil zwar. Für die Kämpfen muss sein, oder? Oh, da bin ich wieder. Oh, hab ich wieder aus Versehen von der Taste gekommen, scheiße. Was scheiße überhaupt sagen? Auf YouTube. Oh, da sind wir auch schon beim Final Fight gegen Jango Fett und die Slave One. Also für mich ist es die Slave One. Und nicht dieser neue Name, wie auch immer der nochmal war. Und wir haben uns tatsächlich die Rakete nur kurz anmachen und das reicht nicht. Ich bin da früher immer noch stärker rumgelaufen. Ich dachte, man muss wirklich gedrückt halten. Und man muss echt nur kurz drücken und das reicht schon. Ah!
Ja, dann haben wir auch das Level abgeschlossen. Wir kriegen noch Obi-Wan als Jedi-Meister, wobei eigentlich war er dann nur ein Dritter. Und R4P17. Ja, und damit würde ich sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem der Fall ist, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und auch einen Kommentar. Und ich würde dann einfach mal sagen, tschüss.